Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Rückkehr nach Rzeszówka. Ja, wir sind hier mitten dabei, eigentlich die Vorbereitung zu machen. Und jetzt ist Marek gerade hierher gekommen und hat mir gesagt, dass unser Trecker leider nichts mehr macht. Der Rusek, der hat ja immer wieder Probleme gemacht, also der schafft es, der hat keine Kraft mehr. Er schafft es nicht mehr, die Walze hier zu ziehen. Jacek hat uns das hier angedrillt. Er ist gerade voll dabei. Mit dem habe ich auch schon abgemacht, dass er uns noch mehr Sachen hier andrillen wird. Ich sag mal so, wir steigen ein. Starten den, weil ich habe gerade zu Hause auf was gemacht. Und ja, das werdet ihr gleich sehen. Mal gucken. Ja, wir kuppeln das ab, dass der genügend Kraft hat. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir zum Händler kommen. Und ja, ihr hört richtig, zum Händler und nicht zur Werkstatt. Weil das tut mir echt leid um das Ding. Aber wir haben jetzt gerade uns ein großes Feld angelacht und ich habe ein super Angebot bekommen für eine gebrauchte Maschine. Aber auch ein älteres Stück, aber der Händler meinte von, ach da ist auch Jacek. Der macht glaube ich gerade Pause, der macht das hier auch auf dem Drill. Eine ältere Maschine auch, nicht so alt wie die hier. Ältere Maschine, aber ich glaube qualitativ eine ganz andere Liga. Ich bin gespannt, was ihr sagt, was ich sage, wie es uns gefallen wird. Der Händler hat es mir rausgefahren. Er hat gesagt, er weiß nicht, ob er es schafft, genug sauber drin zu machen. Das ist ein gebrauchtes Gerät, was er auch in Zahlung genommen hat. Aber er meinte, sehr viel besser als das, was ich habe hier. Ist ja auch der Stundenzähler schon einmal rum. Das heißt, wir haben keine 999.000, ja, mehrere 1000 Stunden hier drauf. Also ich bin's leid. Die Reparatur kostet viel Geld. Ich hätte den Sprit mal ablassen sollen. Naja. Ja. Und ach, da fällt mir auch gerade was ein hier mit. Mit denen habe ich hier auch telefoniert. Hier müssen wir nachher hin. Dass wir kaufen uns ein bisschen Getreide wieder zurück. Ich hätte ja gesagt, dass wir ein bisschen Probleme haben. Was die Versorgung der Schweine jetzt angeht. Und ich habe ja mit dem verhandelt. Wir werden uns jeweils einhängen. Wir haben eine Rezeptur uns ausgeguckt. Das Schweinefutter. Das, wo ich glaube, Sorghumhülse der Hauptbestandteil ist. Und das gucken wir uns gleich nachher nochmal an. Und das werden wir uns jetzt mit jeweils einem Hänger befüllen, damit wir erstmal bis zu unserer nächsten Ernte hoffentlich damit rauskommen. Ich weiß es nicht. Ja. Es wird uns einiges kosten. Aber was soll ich machen? Ja, es läuft gerade nicht ganz so wie geplant, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gedacht, ja, die Kosten sind enorm geworden. Ich habe gedacht, ich komme ein bisschen besser weg. Wir haben auch schon, glaube ich, alles Holz verkauft, was wir abgeerntet haben. Wir haben noch zum Glück im März ein bisschen Zeit, um ein bisschen mehr Holz noch zu machen. Aber das sind ja auch nur 5-6 Bäume, die wir da haben. Keine einfache Sache. So, wenn wir jetzt reinfahren, wird es da gleich stehen. Schätze ich mal. Hoffe ich mal. Werdet sehen. Werdet sehen. Oh, Doppel-G. Ja, der große Fan kriegt einen kleinen Bruder, sage ich mal. Sehen wir.
Erstmal machen wir das hier fertig. Dass der ihn hier zurücknimmt. Ich glaube, da gibt es so gut kein Geld für zwar. Aber. Ja. Es war ein Gesamtpaket. Ne? Wir haben den super günstig verkauft. Wir haben den hier uns gekauft. Ne, er wurde nicht viel dran gemacht. Wir haben Fend Pharma 312. Ihr seht, Lack ist ein bisschen ab. Aber sonst, die Gewichte sind hinten drauf. Ich habe auch nur Fotos bis jetzt gesehen. Kurz gucken. LEDs, genau, das meinte er. Kennzeichen zugelassen ist er auch schon. Das. Aufkleber. Sieht eigentlich ganz gut aus hier. Ja. Ja, das gefällt mir. Ackerplatzer. 650er Reifen. Das ist okay. Ja, keine Fronthydraulik, sondern Gewicht geht dran. Ist so. Passt. Wir verbessern uns nur ein bisschen, sage ich mal. Das sieht wiederum top aus. Das angucken. Ja. Mal gleich eigentlich mal ein Instagram-Foto machen, ne? Und reinnehmen uns. Hat wieder an. Oha, was hat das gute Ding? Das hat ja alles und ein wunderschönen Teppich. Also geht auch. Sehr schön. Hammer. Was ist denn hier alles? Sehr, sehr cool. Auf beiden Seiten können wir raus. Lass uns mal hören, wie der sich anhört, wa? Geht. Ach, das ist der Warmling. Nicht schlecht. Nicht. Oh, mega gut. Okay. Let's go, Leute. Würde ich sagen. Ich hoffe, dass wir damit eine Menge Spaß haben werden. Und B, weniger Ärger. So, ja, Stunden. Seht ihr, 1878. Auch nicht zu knapp. Das ist super gut. Durchzug hat er auch ordentlich. Das hört sich mega gut. Aber kurz ein bisschen den Sound genießen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist gar nicht so viel schneller. Als der Rusek war, aber es fühlt sich viel schneller an, also, weil der im Durchzug so stark ist. Das ist ja auch immer das, was ich sage, ne? Die PS am Ende entscheiden nicht, die Newtonmeter, wie schnell du dahin kommst, das ist das. Das gefällt mir aber richtig gut, muss ich sagen. Wird sich auch Marek freuen.
Vor allem über den Teppich. Finde ich witzig. Oh, ich meine auch. Langer Tag heute schon. Ja, cool. Ja, sagen wir herzlich willkommen zu unserem zweiten Fendt-Aufruf. Das ist ein Fendt Farmer 312, wie wir gesehen haben. Ich glaube, oh ja, weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, er sieht gepflegt aus, er sieht sauber aus. Er hat hier und da ein paar Lackerplatzer, hat seine Stunden noch runter und er ist auch nicht komplett durchgewartet. Na, also da kommt auch noch auf und zu, aber er ist in sehr guten gebrauchten Zustand. Und den gab es günstig für, ich glaube, 28.000. Ja, 28 glatt, genau. Dann halt noch den Rosek dazu. Das ist ja ausgerechnet. Nee, ich hab Hupen. Ja, jetzt habe ich. Genau. Und da lassen wir Marek gleich mal weiter Bäume fällen. I'm sorry. Das ist so, wenn man gleich die das Handy in der Hand hat. Und gleich durcheinander. Und dahin. So, wahrscheinlich Spuren vom Rucksack. Direkt an die Walze ran. Er hat schon ein Lenksystem, was mir wichtig war. Vor allem, ich weiß zwar noch nicht genau, was so wir damit machen. Überlehnen hier. Gut. Und dann ist die Walze auch dran. Ein Traum. Mal gucken, wie er sich zu helfen weiß. Sehr, sehr gut. Oh, ich freue mich richtig. Muss ich ja sagen. Ja. Zurück. Foto sein, ne? So schön. Jetzt sind sie ein bisschen zu weit gefahren, naja. Und ein ganz Stück weiter. Und dann, wenn wir das haben, würde ich sagen, haben wir so 5 Bahnen oder was. Dann würde ich sagen, rufe ich Marek an, dass er hier vorbeikommt und das dann weitermachen kann. Und wir müssen einmal noch, glaube ich, auf den großen Feld gucken. Da wird Gülle gerade noch gefahren. Oder wir gucken auch den Deutzen.
weil ich wollte ja noch das Getreide kaufen. Das gefällt mir richtig gut, Leute. Sehr, sehr gut. Okay, ich würde sagen, ich mache das hier noch ein Stück weiter. Wir holen Marek und dann geht es für euch gleich weiter. So. Marek ist da. Er gewöhnt sich noch ein bisschen. Ein bei der Maschine. Oh, sieht ganz gut aus, glaube ich. Er schafft das schon. Ich habe ihm alles gezeigt. Jetzt halt meint er, ja gut. Er kommt vom Rucksack, wenn er den fahren kann, kann dann so ein Band easy fahren. Und wir haben ja auch schon einen. Deswegen, das ist da ja wirklich, wirklich einfach. Dann lassen wir uns mal hier losgehen. Der große Fan, ach, das habe ich auch noch gar nicht erzählt. Wir haben uns gerade ein Schluten. Was ist das? Gülle fast geliehen. Sind durchrepariert letztens auch und da ist der große Fan mit Quad unterwegs, was für uns sehr einfach heißt, dass wir jetzt nicht mehr alles haben, was wir haben wollten, aber wir haben die Zone ab. Ja. Und wir fahren sicher. Ich wollte gerade einfach ums Gebäude fahren. Kann ich nicht. Wir fahren mal uns den Anhänger holen und fahren zum Getreidehandel. Der eine Anhänger muss sowieso noch vom Feld runter, deswegen das passt. Ich glaube, wir nehmen beide mit. Und dann können wir da auch gleich nochmal besprechen. Was wir brauchen, was wir haben. Ich glaube, zum Beispiel Mais brauchen wir auch. Das haben wir. Genau, und der März wird dann der Anseemonat oder der Drillmonat. Ja. Schlecht hinweg. Aber wie gesagt, da habe ich ja schon mit Jacek gesprochen. Er wird uns viel machen. Vielleicht nicht alles, vielleicht müssen wir auch was selber machen. Ist ja halt einfach nicht mehr der Jüngste. Jetzt so weit zu fahren. Ich mache das ein bisschen anders. Die Strecke zurückfahren ist ein bisschen anstrengend. Genau, auf das große Feld wollte ich halt nicht mit diesem Pass. Das hat kaum selber, das hat kaum Reichweite, heißt das. Kaum Fassungsvermögen. Hier vorbei. Die Tür zu machen vielleicht. Sollte er gerade so doch vorbeikommen. Thank you.
noch was werden kann. Ich muss in sehr schön. Jetzt muss man hier einmal den auch gleich auf. So, und dann lass uns einmal ganz kurz im Menü gucken, was wir brauchen. Und zwar, ich habe das nicht dafür entschieden. Das heißt, wir brauchen Sorghumhirse, Weizen, Raps und Kartoffeln. Gucken. Raps haben wir noch ein bisschen. Weizen haben wir noch ein bisschen. Aber haben wir sehr viel. Sorghumhirse haben wir ja fast gar nichts. Und Kartoffeln. Oh, das ist eine schlaue Idee, wie wir das so machen. Mais. Vielleicht überlegen wir noch. Dann brauchen wir Mais, Gerste, Raps und Rüben. Also wir haben keine Rüben und wir haben keinen. Ja, gar nicht. Jetzt sollten wir das erstmal angehen. Wir haben Raps, wir haben Mais. Das heißt, wir müssen noch Gerste und Zuckerrüben kaufen, richtig? Vielleicht sollten wir erstmal alles, was wir haben. Mais. Gerste haben wir nicht. Raps haben wir. Sorghum ganz wenig. Zuckerrüben habe ich, glaube ich, noch eine Palette irgendwo stehen. Okay, ich bin da drauf. Wir aktivieren das, damit ich auch weiß, was wir hier haben. Ich habe noch gar nichts reingefahren, aber dann fahren wir zuerst zu unserem Silo. Oder? Und ein Denkfehler. Hi Leute, ich weiß gerade nicht, was passiert ist. Irgendwie die Aufnahme ist ja irgendwie gecrashed. Der Akku, ich weiß nicht, die Speicherkarte. Deswegen weiß ich nicht, wo wir waren. Kann ich jetzt gleich im Nachhinein nur sehen. Folgendes. Also, Marek ist da hinten, seht ihr vielleicht. Da hinten dabei. Und Walzers, den habe ich eingewiesen. Der Jammeldeite. Rescherfahrer. Da müssen wir jetzt noch einmal gucken. Was hat der hier für ein Problem? Ich muss erst. Da müssen wir einmal ganz kurz gucken. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Was hat. Wieso schaffst du denn nicht hier zu wenden? Hier seht ihr auch das Güllefass, was wir uns jetzt geliehen haben. Oh, das hier rausgebracht wird. Wir zeigen dem mal hier noch einmal, wie man lang fährt. Er ist so gut wie fertig und jetzt zum Schluss macht er so viel. Ärger und Mack. So, okay, der fährt weiter. Genau. Wir sind. Der Marek macht den Fendt. Die Walzarbeit, der große Fendt fährt auch weiter und wir haben uns gerade dafür entschieden, was für ein Schweinefutter wir herstellen. Ich weiß halt, wie gesagt, gerade nicht, was da ist. Und zwar, wir brauchen Mais, Gerste, Raps und Zuckerrüben. Alles, was wir jetzt haben, holen wir aus unserem Silo und fahren das da rein. Und den Rest können wir uns bei der Getreidefirma Poll abholen. Hier um die Ecke ist. Da, mit denen habe ich schon telefoniert. Die haben gesagt, komm einfach vorbei. Die haben da ein Silo
Und da können wir uns das rausziehen, bezahlen das und ist alles gut. Das werden wir auch erstmal machen, weil ob wir das jetzt so machen, dass wir uns Schweinefutter voll kaufen, glaube ich, kommen wir so günstiger weg, wenn wir das Schweinefutter selber machen. So. Raps haben wir gesagt. Wir haben halt nicht viel. Und wird mir noch Eis. Nee, Raps haben wir gar nicht gesagt, ne? Bin ich jetzt lost? Nein, doch, Raps auch. Ich hab gedacht, wir sind da. Irgendwie falsch. So, dann lass uns einmal kurz über den Ölrettich rüberfahren. Und dann müssen wir uns auch jetzt Ende Februar werde ich mir abends Gedanken machen, wie und was wir ansehen. Was macht ihr denn da mit Reise? Ja, wird schon sein. Runter ab. Was wir wo ansehen. Zuckerrüben werden dazu kommen. Kaufen wir uns. Anlage. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert und wie viel wir da rauskriegen. Ich hätte es ja auch rechnen können. Ist ja. Ich bin jetzt gedacht. Ja. Ah, und der. Wie denn auch sonst? Ja, meistens doch ein bisschen was. Und wir fahren weiter zur Firma. Und wenn wir damit dann durch sind, dann sind wir mit dieser Chaos-Folge dann jetzt auch erstmal durch. Hier haben wir Mist, ne? Noch Mist. Und ja, dann brauchen wir definitiv Gerste haben wir schon drauf. Ein Rapsfeld, ein Zuckerrübenfeld. Also da hinten, wo ich eigentlich Kartoffeln geplant habe und Zuckerrüben hin, Maisfeld. Ja, das müssen wir uns genau überlegen, was wohin kommt, was auch auf das Große kommt, dass wir eventuell damit dann auch noch den ein oder anderen Euro verdienen. Nein, keine Lust drauf, doch. Aber ich glaube, das war. Es ist und wird dann erstmal die letzte Folge im Februar sein. Dann sehen wir uns im März wieder. Und sollte dann schon ein bisschen wärmer sein. Und ich hoffe, dass wir da. Dann hoffe ich. Gehe jetzt nicht weiter. Gut. Erstmal gucken. Mais haben wir. Raps haben wir. Gerste und Zuckerrüben. Mal Zuckerrüben hinten hin. Das ist das schön. Ja, Zuckerrüben. Bitte. Pleite sind wir zum Glück nicht. Hat ein bisschen gekostet. Aber für das Geld hätte ich wie viel? Muss ich mal nachrechnen. Wir können ja auch hier gleich bei dem Feld dann mal langfahren. Ja, Holz ist alles schon weg, wie ich sagte. Der Rasen wächst und dann kommt hier, wo wir jetzt hier sind, kommen dann die Zuckerrüben hin.
In diesem Jahr definitiv, weil das ist ein schön gerades Feld, da können wir gut wenden. Und das, glaube ich, ist dann eine gute Sache. Echt gespannt. Aber es sollte trotzdem alles so wie geplant hoffentlich sich ins Positive entwickeln. Die Milchproduktion läuft, die Käseproduktion läuft. Wir haben ein bisschen Solar, wir haben ein bisschen Wind jetzt da drin. Schweine. Müssen wir gucken. Ich weiß nicht, bei was für einem Alter wir die am besten verkaufen. Bin ich da so lang gefahren? Bisschen nass im Boden, glaube ich. Ich habe gedacht, der ist schon gefroren. Man kann da schon drüber fahren. War, glaube ich, keine gute Idee. Moin. Servus. Moin. Freue ich mich, ne? Das ist so. Da bin ich über neue Trecker, neue Maschinen, neue Fahrzeuge freut man sich. Ich freue mich auch über den Hof an sich. Und ich glaube auch, dass das richtig gut hier werden kann. So. Ja. Abgibseite. So. Gut. Links, ne? Wow. Kapazität hat das Ding aber ohne Ende. Ne? Ich weiß nicht, ob wir vielleicht direkt auch Raps und Mais noch holen sollten. Wir brauchen am meisten Mais. Mais sollten wir auf jeden Fall holen. Raps nicht so viel Zuckerrüben. Nichts. Wird schon, oder? Ich lasse das jetzt mal so. Ich weiß auch nicht. So, doch, damit versteht er wieder rauskommen. Also 120 Zyklen im Monat kommen. Das heißt, wir können im Monat 120.000 Schweinefutter produzieren. Sehr viel. Gut. Okay. Vielleicht brauchen wir auch gar nicht so viel. Nee. Aber Leute, ich sage in dem Sinne, vielen lieben Dank. So, nochmal hier lang gefahren. Ja, kommt gleich sogar. Vielen lieben Dank dafür, dass ihr diese Qual hier erlitten habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal beim Driller Express und macht es gut. Bis nächste Woche. Haut rein. Ciao, ciao.